Wir haben uns dann überlegt, was wäre eigentlich sinnvoll, wie können wir Kochkurse umsetzen, wo können wir das machen, wie sollten wir das machen. Und dann nach langen Überlegen haben wir gedacht, am sinnvollsten ist es natürlich, an Stellen zu machen, wo alle Kinder erreicht werden. Und das sind eben staatliche Schulen, Kindergärten und so weiter. Und dann haben wir gedacht, um wirklich schlagkräftig zu sein, müssten wir das Wissen an diesen Orten verpflanzen und bewahren. Und dafür haben wir ein ganz großes Heer an Genussbotschafterinnen und Botschaftern gebraucht, nämlich die Erzieher, die Lehrer, die Betreuer, die vor Ort sind und jeden Tag mit den Kindern zu tun haben. Und tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile 700 Botschafter und Botschafterinnen haben, die sich tagtäglich bemühen, dieses Wissen, das wir ihnen zur Verfügung stellen und unsere organisatorischen Strukturen weiterzugeben an die Kinder. Und zwar meistens im eigenen Engagement, im Interesse, weil sie das auch wichtig finden und letztlich uns damit mit ihrer Arbeit und mit ihrer Haltung auch unterstützen. Das kann man nicht hoch genug anrechnen.